Recht herzlich willkommen zur ersten Folge vom Let's Play Europa Universalis 4. Und zwar starten wir mit einem von diesen dreien. Entweder das Osmanische Reich, würde ich sagen, oder Kastilien. Das ist hier die Iberische Halbinsel da drauf liegend. Oder Frankreich. Tendenziell neige ich so ein bisschen dazu, den Franzosen das Vortritt zu gewähren. Einfach aus dem Grunde, weil wir hier ja so ein paar englische Gebiete haben, die wir vielleicht dann mal wieder erobern könnten. Ne? Und Europa steht auch den Franzosen offen. Ne? Gut, das ist die Idee eigentlich. Und deswegen klicken wir das mal an. Und ich denke, ja, sollte vielleicht machbar sein. Diese drei leuchten ja auch. Das heißt, die sind für Neueinsteiger geeignet. Dann machen wir das doch mal, oder? So, starten wir das Ganze. Oh, Schwerter sind gezogen, wie wir gerade gehört haben. Geld fällt. Spiel wird initialisiert. Ja. Gut. Und pausiert. Das ist auch gut so. Okay, da geht's schon richtig rund hier oben, wie wir sehen. Land ist im Krieg. Wir befinden uns im Krieg mit England, ist auch klar. Wir haben einen freien Beraterplatz. Ja, da müssen wir mal gucken, ne, was wir uns leisten können oder nicht. Das ist ja hier oben alles zu sehen, was wir für Möglichkeiten haben. Spiel ist in Pause. Ja klar, das pausiert. Ne? Prestige ist aktuell bei 4,91. Hier sieht man, die Stabilität ist bei 0. Wir haben Mannstärke von 30.846. Und Geld ist bei 202. 7,9 ist er monatlich im Plus. Okay. Das heißt, wir sollten gucken, ob wir hier einen Berater kriegen. Und ja, welche Möglichkeiten haben wir denn? Naturwissenschaften. Île-de-France, also der sind zwei Franzosen und er ist hier aus Lyon. Das Île-de-France ist halt bei Paris. Gut, 30, 59, 30. Der 59 hier ist ja schon ein bisschen älter. Der hier oben hat natürlich eine ordentliche Summe an Preis. Monatlich 9, 4, 1. Ja, da müssten wir mal uns genauer die angucken, oder? Steuermodifikation plus 5. Stabilitätskostenmodifikation minus 10. Produktionseffizient plus 10. Naja, das sind alles gute Werte, ne? Aber der hier ist einfach zu teuer, ne? Also dieser oder dieser, der ist natürlich schon 59. Mittelalterzeit ist das schon verdammt alt. Der könnte auch schnell rups gehen, ne? Verwaltung plus 2. Ein sehr kreativer ein Künstler. Und hier haben wir Verwaltungsfähigkeit plus 1. Tja, Schatzmeister hört sich natürlich gut an, ne? Ich glaube, naja. Den nehmen wir. Okay, wir haben ja noch mehrere Möglichkeiten. So ist nicht, ne? Aber ob wir uns das leisten können, ist natürlich eine andere Frage, ne? Ja. Plus 4 die Verwaltungsfähigkeit. Ja, ich denke mal, wir lassen das erstmal mit gut sein. Obwohl hier natürlich noch die anderen Beraterplätze auch sind. Ja, gucken wir nochmal rein. Der kostet auch einen monatlich und Preis 16. Dieser genauso. Und der ist der Preis 4 monatlich, 52. Okay, das ist ja noch ein bisschen besser, ne? Diplomatische Fähigkeiten plus 2, der plus 1 und der auch plus 1. Toulouse geboren, Poitou, so heißt es wohl, Île-de-France. Ja, da von den beiden unteren, die sind beide jünger. Der ist ein bisschen mehr, dafür 4. Ich glaube, wir nehmen erstmal hier einen von diesen beiden, wegen den Kosten. Die müssen wir auch jeden Monat tragen können, ne?
Spionageoffensive hat er natürlich plus 10 und eher Handelseffizienz. Tja. Handel oder? Informationen der Gegner. Was wäre hier? Okay, eine diplomatische bessere Beziehung. Ja. Ich nehme den. Wegen der Augenklappe. Gut, und dann haben wir noch den dritten. Ja, dann nehmen wir den vielleicht auch noch mit ins Boot. Ja, hier ist Napoleon persönlich. Ja. Alle drei sind relativ kostengünstig. Alle sind 30. Verstärkungsgeschwindigkeit, das hört sich ja schon mal richtig gut an, ne? Quartiermeister. Ja. Ja, da unten haben sie leider das Übersetzen vergessen. Oder ist es sogar dabei gewesen, glaube ich. Doppelt sozusagen, einmal in Deutsch, einmal in Englisch. Ja, hier gibt's den Drill für die Truppe. Ist natürlich auf der einen Seite auch nicht schlecht. Der Verstärkungsgeschwindigkeit, das ist allerdings Munition, Nahrung und sowas, ist für die Truppen natürlich, also Versorgung darf man nie vergessen bei Kriegsführung, ne? Ja, und der erste Verteidigungsexperte, ne? Tja. Nee, ich bin hier schon dafür einfach. Gut, haben wir. Wunderbar. Der ist auch weg, der Platz. Ja, da haben wir ein paar Sachen hier. Was ich verbessere durch wen. Gut. Was haben wir noch? Umkämpfte Nachfolge. Ja. Tja, das lassen wir erstmal außen vor. Ach, warte, da müssen wir erstmal... Keine Mission ausgewählt. Ja, eine Mission. Was ist uns? Schutz vor England. Verbessert die Beziehung mit Savoy. Wo ist Savoy? Das hier? Ne, das ist Burgund. Irgendwo muss es hier auch sein. Da. Okay. Gibt es da eine genaue Aufgabe? Ah, hier bei dem Freiheitszeichen. Ist wenigstens 100, ja. Und wie viel ist es zurzeit? Kann man das irgendwie sehen? Das ist ein weiter Weg, ne? Wenn das da plus 100. Gleiche Religion plus 10. Ne, das ist aber nicht das, was ich suche. Irgendwo muss da noch ein Wert sein. Grenzdisput haben wir mit denen. Wo steht das denn? Ist das hier? Ja, steht nicht jetzt groß aufgeschlüsselt, ne? Gut. Okay. Gucken wir hier nochmal rein. England muss aus Frankreich vertrieben werden, ja. Das sollte man eigentlich schon als Grundprinzip sehen, ne? Ist aber wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Wenn folgende Bedingungen erfüllt sind, gilt die Mission als erfolgreich. Frankreich ist im Frieden mit England. Keine Provinz in Frankreich. Französische Region ist nicht im Besitz von England.
Also wir müssen den Engländer rausjagen und müssen gleichzeitig auch noch da unten hat auch noch ein Land, ne? Genau so ist es. Wir müssen gleichzeitig zusehen, dass wir sie dann auch noch mit denen Friedensvertrag hinkriegen. Das wird ja richtig schwer dann, ne? Was heißt Schutz vor England? Besitzt eine gleich große oder größere Armee als England. Aha. Die Engländer haben wohl 35 Einheiten. Gut. Ja, ich glaube, das ist das Erste, was wir machen. Das akzeptieren wir. Das machen wir zu unserer Mission schon mal. Da kam gleich schon wieder was dazu, oder? Fünfunddreißig. Gut. Haben wir. Nationale Entscheidungen sind auch schon zu treffen, oder wie sehe ich das? Gehen wir erstmal weiter. Ja. Oh, da ist so viel, viel Wissen hier hinter dem Spiel, ne? Gut. Hier sind wir, oder? Nee, noch nicht mal. Das ist auch noch wer anders. Kein Anführer. Wir haben 28 Truppen. Ist noch irgendwo wer? Nicht wirklich, ne? Unsere Grenze geht hier lang. Ja. Aber sonst sind nirgendwo welche. Das heißt, wir müssen erstmal aufrüsten. Gut. Tja. Fünfunddreißig haben die, wir müssen 7 schon mal dazu kriegen. Kosten 10, wir bleiben bei 154. 10 können wir dazu machen, 7 müssen wir auf jeden Fall haben. Machen wir doch erstmal welche, oder? Hier hätte ich gerne auch noch welche. So, da nicht. Da können wir auch noch welche machen. Schon mal 4. 5. Und hier unten müssen wir natürlich auch was haben. 6. 7. Und in dem machen wir dann die 8. Ja, komm. Gut, das haben wir schon mal. Zu viele diplomatische Beziehungen. Naja. Das müssen wir jetzt erstmal so hinnehmen. Gut, dann machen wir mal hier oben an. Pause raus, gucken, was passiert. Oder ob was passiert. Das sind hier alles dann Nachbarländer, ne? Britannia ist ja heute noch intern in Frankreich so eine Geschichte, ne? Okay. Gut. Gucken wir mal rein in die Diplomatie. Beziehungsaktion. Orléans. Orléanais. Oder so ähnlich heißt das. Beziehung verbessern. Tja. Verteidiger gegen England. Oh, gab grad Geld, wa? Truppen, ach, da kann man auch sehen, wie weit die schon sind. Wunderbar. Ja. Okay. Ach, ist ein Vasall von uns, auch interessant, ne? Ja, gut.
Dann lassen wir das erstmal so und die Franzosen, die Engländer marschieren ein, oder wie sehe ich das? Nee, doch nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Wo sind denn die? War noch eben zu 8 schon abgehauen? Utrecht. Ja, das sieht ja gut für uns aus, wenn da schon weniger sind, ne? Und was machen die hier? Die laufen durch unser Land, oder wie sehe ich das? Kann es doch nie sein, dass hier unter so ein Vasall von uns, oder nicht? Oder nicht unbedingt, ne? Wie weit ist denn hier mit den Truppen da? Gut. Gucken wir mal rein hier. War doch hier, ne? Provence. Wo ist denn die Provence? Habe ich jetzt schon was anderes wieder angeklickt? Ich hätte aber un jour. Ja. Okay, ist klar, die Kunden durchmarschieren, weil wir mit denen im Krieg sind, ne? Eigentlich müssen wir denen ja mal helfen, ne? Aber die schaffen das auch alleine, oder wie ist das? Ja. Ja, wir müssten die nur rausjagen, ne? Da unten. Das ist jetzt schon von alleine. Marschieren wir doch da mal ein, oder? Sollte nicht so schwer eigentlich sein, ne? Oh. Wir haben eine Mission erfüllt. Schutz vor England. Ah ne, das ist das kleine Fenster. Das ist schon mal gut. Und hier haben wir die Schlacht von Coxs. Okay. Schön. Ich glaube, wir sollten mal gerade eine neue Mission annehmen, ne? Und zwar die letzte, weil das ist ja dann doch sehr schnell schaffbar, oder wie sehe ich das? Gut. Calais ist auch noch da. Gut, aber ich sehe schon, die Zeit ist schon wieder rum. Das heißt, wir speichern ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.